Willkommen hier zu einer neuen Episode F1 2022. Mein Team, wir sind hier direkt im Sprint zum Großen Preis von Österreich. Wir konnten uns auf dem 7. Platz im Sprint oder Blitzqualifying qualifizieren. Unser Start wird jetzt eher so more, aber wir kommen ein bisschen besser weg hier wie Hamilton, und da hat sich Norrie ein bisschen komisch einsortiert. Ja, können wir nachhalten. 5. Platz wäre das jetzt aktuell, das ist natürlich toll, und wir mit unserer mit den Fans im Rücken wäre das natürlich echt cool. Ich habe mich auch ein bisschen erschrocken, weil da ein Ron schon in mir stand. Ja, das war natürlich jetzt dumm. Seien sie ja richtig hart am Fighten mit George Russell. Und wir kommen hier echt gut noch mit Checo Perez mit. Mein Problem ist halt, dass ich hier genau die behinderte Linie fahre. Wie er selbst, ich stich hier mal nicht. Ja, ich dachte mir, ich fahre die bessere Linie. Aber beim rausbeschleunigten leichter Querstehen, jetzt macht er uns hier die Tür zu und gehen wir nach innen. Geht aber auch nicht, weil jetzt fährt er eine komplett andere Linie und hier verlieren wir ordentlich an Pace. Da liegt es teilweise am Setup, aber auch teilweise an unserer Aerodynamik. Abonniert den Channel gern kostenlos, lasst gerne ein Daumen oben da für mehr. Aber unser Sprint war eigentlich ein okayer Start. Schaut gerne auf Instagram vorbei, der Start an sich war grottenschlecht. Auch gerne auf TikTok, auf itz_tobi, da werden wir viel Stuff online liefern. Links bei allen in der Bio, und ja, wir sind hier mit unserer ersten Runde fertig, und eins ist zu sehen, dass wir hinten nicht wegkommen und vorne nicht nachkommen. Das ist natürlich auch einerseits dem geschuldet, dass die Pace einfach noch nicht stimmt. Auf der Geraden habe ich im Qualifying, halt im Blitzqualifying, ich bin aus der ersten Kurve rausgekommen, war erster. Nach hier circa bin ich auf 3 runtergefallen. Beim Anbremsen und aus der Kurve raus war ich wieder erster. Und am Ende der Geraden war ich dann wieder letzter und fehlt der Topspeed an sich komplett. Hier müssen wir uns jetzt schon mal gegen Max Verstappen werden. Ich bleib innen. Ja, kommt aber trotzdem durch. Und auch fast, Valtteri Bottas. Nein, das war Hamilton, sorry. Hamilton wäre da fast auch noch durchgekommen. Also, ja, das wird kein Zuckerschlecken auf jeden Fall für uns hier. Aber ich glaube, Verstappen bekommt Gridstrafen. Das würde uns natürlich helfen. Wir sind in der 4. Runde. Nichts hat sich mehr getan. Wir sind jetzt knapp 1,2 Sekunden weg, eben weil sich Hamilton und Verstappen ein bisschen gefightet haben. Und da konnten wir ein bisschen wegkommen. Aber eins ist auf jeden Fall zu merken, dass die roten Reifen bei mir richtig schnell ans Limit gehen. Hier schon fast 40% und das nach 5 Runden. Also wir werden vermutlich da eine komplett andere Strategie wählen wie die anderen, eben weil ich hier ja nicht genau weiß, wie die Gelben sich verhalten. Ich bin im Training nur die 5 Runden gelb gefahren, das war eigentlich okay. Ich glaube, wir können mit Gelben ein bisschen länger bleiben als wie mit den Roten. Wir sind hier in der letzten Runde. Hier decken wir noch einmal den Angriff von Verstappen ab. Ja, jetzt hält er aber innen wieder drauf, also außen. Ja, natürlich möchte er dann auch irgendwie vorbei. Er denkt sich, wir sind so ein scheiß langsames Auto. Und wir haben hier wirklich 6 Sekunden auf Perez in 6 Runden verloren. Das ist wirklich hart. Und das ist auf jeden Fall auf die Reifen, aber auch auf den fehlenden Topspeed zurückzugreifen. Leider! Unser Topspeed ist so mau. Ich hätte mir da auch ein bisschen mehr gewünscht, aber ja, kann es nichts ändern. Wir müssen hier mit dem arbeiten, was wir haben. Podium, glaube ich, wäre jetzt, wenn wir das ins Ziel retten können, davon gehe ich auch schwer aus, wäre auf jeden Fall, denke ich mal, drin, nur Perez und Russell. Und wir haben gesehen, wie hardcore Russell fighten muss, weil eben auch seine Pace nicht ganz stimmt. Leclerc gewinnt wie immer, nicht überraschend, auch wieder hier sein Rennen. Aber ja, wir kommen hier als Vierter ins Ziel, als Fünfter, sorry. Das ist sehr gut. Hier konnten wir das eher Mauer Qualifying ein bisschen verbessern. So, und hier sind wir nun in Spielberg. Die MotoGP ist aktuell auch in Österreich. Deswegen freue ich mich umso mehr, hier ja, euch zu kommentieren. Und ja, die Strecke ist natürlich sehr, sehr schnell. Und vor allem ist sie echt spaßig. Da haben wir nochmal Spielberg mit seinen 4,3 Kilometer, 10 Kurven, die eigentlich ja nur 9 oder 8 sind. Und in 3DS-Zonen wird es echt hardcore werden zu verteidigen, aber mega spaßig zum Angreifen, kann ich auf jeden Fall sagen. Und jetzt übernehmen die Jungs von Sky. In Kurve 1 und dann nach dem steilen Bergaufstück beim Anbremsen zu Kurve 3. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Russell, Perez, der Wissenschaftler und Hamilton, Bottas, Magnussen, Mick Schumacher und Daniel Ricciardo, Gasly, Fernando Alonso, Sebastian Vettel und Norris, Tsunoda,
Verstappen, Nicolas Latifi und Lance Stroll. Albon, Liam Lawson, Ocon und Guanyu Zhou. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Vielen Dank, Jungs. Und wir sind hier in der Startaufstellung. Ja, wir kommen gerade von der Formation Lab und lila perfekt natürlich. Und wir zu sehen ist auf jeden Fall, dass wir den Platz von Verstappen hinter uns ja an Bottas bekommen haben. Wir werden die gleiche Strategie fahren. Los geht's. Fünf roten Lichter genauso und der Start war etwas, ja, anders natürlich. Wir kommen schlechter weg als die, die mit den roten gestartet sind. Deswegen müssen wir, ich bekomme die Verwarnung mit Hamilton, ja, müssen wir gleich mal weit gehen. Alles andere als optimal. Natürlich unsere Reifen, ich habe alles probiert, aber Gott sei Dank ist Magnussen hier durch. Ja, das waren wieder Quersteher, aber hier geht Magnussen innen. Da können wir, glaube ich, nochmal dagegen halten. Magnussens Auto ist ein bisschen schwächer wie meins und da hinten gibt es Geld. Da war mal, ja, natürlich. Viele Fahrer kommen auf eine Kurve zu. Ein kleiner Stau, aber hier kommt wieder Magnussen durch. Und natürlich, die Reifen sind so kalt. Wir müssen hier ein, zwei Runden überleben. Und das ist halt auch schon die Zeit, die wir hier an Perez und an Russell verlieren. Und dann natürlich an die Ferraris, die wir sowieso nicht bekommen würden. Aber trotzdem, die Zeit, die verlieren wir hier. Und die tut halt weh, wenn du siehst, dass du in einer Runde 2 Sekunden verloren hast. Ist das echt dumm. Aber natürlich auch den Reifen geschuldet. Den ein oder anderen Fehler hier oben am Berg und so. Ich hoffe nur, dass Magnussen ein paar Runden vor Hamilton bleiben kann. Oh mein Gott, Mick hat gerade Hamilton geholt. Ja, war ein One-Hit-Wonder. Aber trotzdem, er ist jetzt durch diesen Fight natürlich auch wieder ein bisschen zurückgefallen und jetzt ist wieder Mick da weg. Also fast eine Sekunde an Magnussen weg. Das hilft uns enorm. Wirklich, das hilft uns richtig, richtig, wenn wir dann wirklich die ersten zwei, drei Runden nach dem Safety, DRS und so weiter, nach dem DRS Aktivierung und so weiter, ein bisschen Luft haben zu Hamilton. Wir müssen nämlich mindestens bis zur 11. Runde draußen bleiben. Wir haben es gesehen, die roten Reifen, die halten maximal so 5 bis 7 Runden, würde ich mal sagen. Also das war jetzt echt mau. Wir sind das orange-blaue Auto hier rechts hinter dem Mercedes. Und zu sehen ist auf jeden Fall, dass ich richtig schlecht wegkomme. Und dann, ja, waren wir hier ein bisschen später an der Bremse drauf, aber auch hier zu sehen, ich war hier komplett die Reifen kalt, der Scheitel war miserabel. Und ja, da wollte ich ein bisschen zu hardcore den Kevin abdecken, aber ja, der kennt das hier. Und da, deswegen ist er auch so weit, deswegen hat es euch das Gelb gegeben. Erstens mal, weil ich so dumm gefahren bin, aber auch, weil sich er hier so hardcore verbremst hat und dann die anderen ein bisschen mitgenommen hat. Hamilton ist mittlerweile an Magnussen vorbei, aber wie gewünscht sind das fast 3 Sekunden Vorsprung, die wir hier haben. Ja, das sind, ja, ich würde mal sagen, Adam Riese, 2 Sekunden. Und auch vorne hat sich das Ganze ein bisschen gelegt. Also ich weiß nicht, wie es bei den Ferraris aussieht, aber Russell und Perez fighten ein bisschen. Und die verlieren auch ab und zu ein bisschen Zeit hier wieder. Perez neben Russell kommt aber nicht so richtig vorbei. Und das hilft uns natürlich enorm, wirklich. Das hilft uns richtig, wenn wir hier mal nicht irgendwie fighten müssen gegen die anderen oder so. Und vor allem, ich mag das eher so, ja, jetzt haben wir wieder 4 Zehntel verloren, aber ich mag das, wenn man ein bisschen Raum hat zum Atmen. Ich mag das nicht, wenn du permanent unter Druck stehst, dann machst du Fehler und die kann man dann im Nachhinein nicht mehr besser machen. Aber bevor uns Fehler, dass die zwei sich da streiten, freut natürlich den dritten mich umso mehr. Unsere Reifen werden nämlich ja auch natürlich kaputt, aber die anderen haben jetzt schon richtig abgelutschte Reifen, was bedeutet, dass wir hier, ja, zwar nicht aufholen, weil das, ja, ist natürlich jetzt auch mies hier, aber, ja, das bedeutet auf jeden Fall, dass wir hier 1,1 Sekunden, da gab es einen richtigen Fight zwischen den beiden und wir probieren hier jetzt, oder müssen, den Overcut probieren. Bedeutet, wir müssen jetzt mindestens noch 3 Runden fahren, genauso wie der gute Valtteri, der da links auch irgendwann auftauchen sollte. Der ist ja auch hinter mir gestartet und wird vermutlich auch dann bis Runde 11 oder so fahren und sich dann wahrscheinlich weiß holen, weil ja diese Strategien im Game so gut sind. 10 Sekunden ist, jetzt sind es nur noch 7,5 und jetzt wird gleich, ja, der Wechsel kommen. Leclerc und Sainz fighten hier ein bisschen. Bottas ist schon geschluckt worden von allen und wir müssen uns hier irgendwie jetzt vorne halten. Das ist, wir müssen alles nochmal aus den Reifen rausquetschen, aber 44% ist halt jetzt auch keine Hausnummer mehr. Man muss auch aufpassen, dass dich nicht wegdreht oder so. Und jetzt geht's auch in die Box rein, Leute. Jetzt kommt der spannende Moment. Wo werden wir rauskommen? Vor allem, wie weit werden wir jetzt hinter Perez und Russell zurückgefallen sein?
Sodala. Nur auch nicht auf die Track Limits aufpassen. Ja, da bin ich ein bisschen aufs Gras gegangen. Aber das war jetzt nicht allzu schlimm. 6 Sekunden. Zack. 3, 2, 1. Leclerc vor. Na, jetzt Leclerc Sainz vorbei. Und auch Russell ist nur 16 Sekunden weg. Das wird bedeuten, wir werden irgendwie mit Hamilton crashen, denke ich mal. Der wird so um die 18, 19 Sekunden hinten sein. Los geht's. Hier sind die zwei Raufbolde, die meiner Meinung nach sehr nah hier sind. Natürlich muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil die Reifen frisch sind. Und hier ist Hamilton. Wir müssen hier ein bisschen vors Auto fahren. Nein, okay, das war schon ein bisschen weiter noch. Aber trotzdem, hier ist Lewis Hamilton. Den müssen wir abdecken, weil er ist hier unser größter Rivale aktuell. Und der hält da jetzt auch nicht drauf. Ich lasse auch ihnen genug Platz. Die Reifen sind natürlich auch direkt auf Temperatur. Das sind die roten. Jetzt bedeutet es, wo werden wir hier jetzt hinkommen noch? Podium ist in Sichtweite. Wir haben die frischesten Reifen und auch die Schnell-R-Rennreifen. Ich meine, die anderen sind noch immer crazy. Und hier drängt Russell den Checo ab. Was macht George Russell denn hier? Der drängt den Checo in der ersten Kurve ab, was uns hier ganz unverhofft auf den vierten Platz vorgetrieben hat. Also das Rennen kann nur verrückt werden. Und hier auch Russell, der hat ordentlich zu kämpfen. Wir haben vorhin schon gesehen, dass Russell hier wirklich eher chancenlos ist gegen die Ferrari-Macht, aber auch gegen den Perez, der hier heute als Einzelkämpfer arbeiten muss, weil, ja, ich denke mal, Verstappen ein paar Gridstrafen eingebüßt hat. Und hier kommen wir viel schneller raus, da können wir mehr Schwung mitnehmen, aber da deckt Russell noch gut ab. Wir halten aber trotzdem rein, aber kann es nicht überholen, fahren wir uns hier in die Karren, das will ja auch keiner. Und jetzt hier im Windschatten arbeiten wir uns hier an Georgi Boy dran am Berg rauf. Bist du fällig, Junge? Bis dann runter die IRS ist eh schon wieder aus. Ah, Quersteher hier, aber zack, Windschatten, DRS und IRS on. Und wir täuschen links an und gehen dann rechts, weil man hier außen einfach nicht überholen kann. Mann, was machst du denn? Da deckt er nochmal richtig mit einem Assi-Schlenkerer ab. Aber wir haben es dir richtig gezeigt, Mann. Mann, das ist der dritte Platz. 5 Runden oder die und dann noch 4 Runden müssen wir überleben. Und wir wären am Podium bei unserem Heim-Grand Prix. Was ist das denn für eine Leistung? Eben gerade, weil die Mercedes schwächeln. Beide Mercedes jetzt hinter mir. Ja, das war vermutlich auch der ist auch rausgedrängt worden von Russell und dann gleich von mir überholt worden. Musste er wieder von der Ideallinie runter und das war natürlich jetzt vermutlich das, was ihm da, das gekostet hat. Wir geben alles und jetzt ist es soweit. Letzte Runde, 1/10 ist George Russell jetzt hinter mir. Meine Reifen sind mittlerweile auch schon durch. Ich meine, wenn wir das Ganze aufs Rennen sehen, haben wir eigentlich nicht mal eine Sekunde pro Runde an die Spitze verloren, was ich persönlich, der hält auch drauf, der will er außen irgendwie dran, aber das geht nicht. Wir haben nicht mal eine Sekunde auf die Ferrari pro Runde verloren. Das ist eigentlich okay, hier innen lassen wir noch verhungern, aber auch genug Platz zum Atmen natürlich. Aber es wird, denke ich mal, reichen, nur nicht den Körper zu hart nehmen. Da hatte ich im Training ein paar unsaubere, ich würde mal sagen, fast ein unschmufe Dreher, 1,73. Auch von der schnellsten Rennrunde her waren wir mit einer 1,74 auch, okay dran. Und Hamilton ist jetzt Vierter. Russell, der zu oft versucht hat, mich zu überholen, ist jetzt noch nach hinten gefallen. Aber das war's hier. Das ist das Podium beim Heim-Grand Prix in Spielberg. Ich liebe es, Mann. Es ist so geil. Yes, Mann. Yes, 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 yes. That's it. Lando ist zwar Driver of the Day, aber ist mir eigentlich auch egal. Wir sind hier so sauber gefahren. Aber hat schon Bock gemacht. Ja, die Zwillinge, Drillinge und Fünflinge sind hier wieder am Start. Die Frau fällt natürlich auf mit ihrer ekelhaften Frisur. Und das ist der dritte Platz. Der Österreicher steht am Podium. Aber wie auch in der wirklichen Geschichte ist es mir auch noch nicht gelungen, als österreichischer Rennfahrer meinen Heim-Grand Prix zu gewinnen. Aber vielleicht in Season 2. Wir werden auch natürlich nach diesem Rennen, also jetzt müssen wir dann noch einen Fahrer für uns bestimmen. Der Vertrag von Liam Lawson ist ausgelaufen, war jetzt eh nicht ganz zufrieden, war noch keine Kohle da. Wir haben jetzt 4 Millionen circa und jetzt wird es einen Banger noch geben. Also es bleibt auf jeden Fall dran. Wir werden jetzt noch entscheiden, wer uns, ab der zweiten Saisonhälfte dann aushelfen wird als zweiter Fahrer. So, Sainz gewinnt hier in Spielberg vor. Ja, das hätte er vielleicht auch gewollt, aber nein, ist nicht ganz ausgegangen. Sainz gewinnt hier
vor Charles Leclerc, sorry, und vor mir natürlich. Was für ein toller Grand Prix. Ja, eigentlich ein gelungenes Wochenende. Das Blitzqualifying war eher mau. Dann kam der Sprint, der richtig Spaß gemacht hat. Aber auch harte Arbeit war für Verstappen hinter mir zu halten. Hätte ich mal vorm Rennen gewusst, dass der eine Strafe bekommt, dann hätte ich das ja mir ersparen können. Wir waren der drittbeste auch generell im ganzen Wochenende, weil wir auch noch die 4 Punkte aus dem Sprint mitgenommen haben. Verlieren oder gewinnen hier zu Max Verstappen einiges an Boden und sind jetzt nur noch 107 Punkte hinter Charles Leclerc und vor allem sind es nur noch 9 Punkte zu, nein, es sind mehr, es sind 7 und 8, es sind 15 Punkte zu Max Verstappen. Das ist auch sehr, sehr gut. Ich habe es nicht ganz mitbekommen. Ich glaube, es sind 9 Punkte. Also, alles noch offen, denke ich mal. Ich meine, Weltmeister wird es keiner mehr, das ist mir auch klar. Aber trotzdem hat das richtig, richtig Bock gemacht, Leute. Was denkt ihr, wem holen wir uns? Schreibt es jetzt schnell noch in die Kommentare. Aber ja, es gibt auch wieder die 500.000 drauf, die wir jetzt unser nennen können. Auch keinen Schaden gemacht, sehr, sehr gut, Liam. Und auch sehr gut von mir. Aber auch hier eigentlich sehr, sehr unüblich, dass man hier einen großen Schaden hat. So, ich habe zuerst überlegt, wir werden uns einen billigen holen, aber ich dachte mir, Mark Webber als einen meiner absolut sympathischsten Lieblingsfahrer haben wir uns hier gegönnt. Mark Webber ist jetzt in unserem Team. Das hat sich einfach richtig angefühlt, den Marki zu holen. Ich meine, der hatte damals echt schwer zu kämpfen mit Vettel und ja, deswegen, ich gönn's ihn auf jeden Fall. Den müssen wir nochmal einstellen, keine Ahnung warum. Bockt irgendwie gar nicht, aber ja, hat sich eh erübrigt. Also, richtig, richtig gut. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Das war's für heute. Wir werden nichts austauschen. Wir haben eh schon den zweiten Motor. Schaut gerne auf TikTok bei Fitz-Tobi. Da werden mindestens jeden Tag 4 Videos online kommen. Und auch gerne auf Instagram auf Itz-Tobi für mehr Stuff. Abonniert den Channel gerne. Links mal alle unten in der Bio. Und folgt gerne kostenlos. Lasst gerne euch einen Daumen da. Bis nächstes Mal und oder später auf TikTok und ciao.